Hallo und herzlich willkommen hier bei der EER ACC Meisterschaft. Wir starten in ein neues Kapitel bei uns, und zwar ist das die britische Meisterschaft, die wir hier fahren. Besteht aus Oulton, aus Snetterton, aus Brands Hatch, aus Oulton, Donington Park, Silverstone und aus Spa. Also sechs Rennen haben wir. Wir starten heute mit dem GT4-Rennen, und zwar sind wir im Oulton Park. Wir haben aktuell 14 Fahrer, wie ihr sehen könnt. Wir gehen gleich eben durch die durchs Klassement, damit ihr sehen könnt, wer ist alles dabei, wer ist neu, wie können wir die Leute einordnen. Und also ich kann euch einen schon mal versprechen, wenn wir die Zeiten der ersten fünf sehen, es wird ganz großes Kino. Also wir haben die Strecke immer noch nicht auf optimal. Wir haben vorne eine Zeit von 43,1. Es sind enge Abstände. Also ich freue mich auf ein grandioses Rennen und gleich ein grandioses Qualifying. Wir gehen mal eben durch, damit wir wissen, wen haben wir dabei, wer ist schon mitgefahren, wer ist neu. Mick Run haben wir drin, ist letztes Rennen schon die GT3 mitgefahren, hat da auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Ist hier beim GT4 jetzt das erste Mal dabei, aber auch sehr starke Zeit jetzt schon im Training. Das heißt, erwarte ich eigentlich auch Kampf um das Treppchen auf jeden Fall. Zeiss Jana, letztes Jahr mitgefahren, letztes Jahr Vizemeister geworden hinter Arish, der heute nicht dabei ist. Zeiss Jana, der aktuell noch ohne Teamkollegen ist. Also wenn er da mit Mikron oder mit German sich zusammen in ein Team setzt oder mit Glitch, dann ist das eine Mischung. Oh je, also dagegen möchtest du nicht antreten, aber aktuell fährt Zeiss Jana alleine, hat ein Team mit Käsestinker, der hat aber mittlerweile einen neuen Teamkollegen. Und ja, mal gucken also, wo Zeiss Jana dann jetzt die GT4-Saison und die GT3 fährt. Aber wenn er sie ähnlich erfolgreich abbildet wie die letzte, dann ist das auch ein Plätzchen auf dem Podium, und auch in jedem Rennen, wo er mitfährt, ist er ein heißer Kandidat fürs Podium. VR German ist auch schon bei uns mitgefahren, die letzten Rennen, dann eigentlich im Porsche Cayman, hat das Auto gewechselt, fährt jetzt den Camaro. Auch von der Zeit her nicht weit weg vorne, hat auch immer, ich glaube GT3 hat er eigentlich drei Rennen gewonnen, hatte dann aber immer Probleme mit unseren Zusatzgewichten, da irgendwas hinzukriegen, und wurde dann immer nachträglich ein Stück weit zurückgerufen. Haben wir Gott sei Dank jetzt im ersten Rennen noch nicht der Meisterschaft Zusatzgewicht, weil es das erste Rennen ist. Das ist dann erst beim nächsten Rennen in Silverstone maßstabgebend, dass die Top 5 aus dem Rennen heute dann Zusatzgewichte für Silverstone mitnehmen müssen. Also heute ist erstmal ein erstes Abstecken. Wer ist wo, wie stark. Und ja. Glitch ist unser englischer Kandidat, also fährt die britische Meisterschaft mit und kommt über Einladung von Arish und fährt, glaube ich, die IXR sonst mit. Fährt jetzt auch bei uns GT3 und GT4. Und ja, kennen wir auch aus anderen Rennserien wie die Chaos-Lemminge. Und Glitch ist eigentlich auch immer einer, der relativ gute und schnelle Zeiten hat. Also wird relativ eng. So, dann haben wir hier Proto. Proto, auch schon letzte GT4-Meisterschaft mitgefahren. Leider nicht beständig, sonst wäre er wahrscheinlich auch im Klassement weiter vorne gewesen. Aber er hat mit seinem Teammate Kai, der direkt hier hinter ist, die GT4-Krone als Team geholt. Also die beiden mit All Gas, No Brakes Racing. Auch jetzt mit einem neuen Design, was sie sich überlegt haben. Also ich hoffe, ich kann es euch nachher mal in der Wiederholung zeigen. Die haben es jetzt ein bisschen dekadent, wie sie sagten, angelegt. Also schwarz mit, glaube ich, Platin und Gold. Das Auto soll es eigentlich sein. Also der aktuelle GT4-Titelträger im Teamwettbewerb. Proto und Kai. Don Granato haben wir wieder dabei, wie wir es sonst auch hatten, fährt mein Lieblingsauto, den Maserati. Wer es nicht weiß, der Maserati fährt ohne alle Hilfen. Maserati fährt ohne Traktionskontrolle und ohne ABS. Im Rennen durch, also im Regenrennen durchaus Krise, aber Don Granato ist damit feilschnell. Gipfelkaskade hatten wir
auch schon sonst in den ganzen Rennen bei uns mit bei. Ist aber, glaube ich, die GT4-Meisterschaft noch nicht mitgefahren. Also haben wir hier auch neu in der GT4-Meisterschaft. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hat auch noch kein Teammate. Das wird sich jetzt die ersten zwei Rennen eigentlich einruckeln und eingrooven. Gehen wir hier weiter. Neu im Spiel bei uns ist Vattermann. Der ist, wir haben einen Facebook-Post gemacht in den einschlägigen ACC-Gruppen, dass wir noch Fahrer suchen und ein bisschen Verstärkung haben wollen. Und ja, also er sagte selbst, er ist noch, also wir sehen, Fahrlevel ist Silber. Er sagte, er ist noch Anfänger und von den Zeiten her war es auch gerade noch so 4 Sekündchen zurück. Aber das ist ja was, woran man arbeiten kann. Und ja, da können wir hier zusammen gerne dran arbeiten, auch wenn ihr das jetzt guckt und sagt, ach Mann, ich bin auch so langsam und ich möchte gerne. Kommt zu uns auf den Discord. Wir haben eigentlich super Jungs überall und es hilft jeder. Es hilft jeder, schneller zu werden. Es hilft jeder, irgendwelche Ticks, Trips zu geben. Das ist phänomenal. Und wenn ich sehe, wie, wo manche Leute auch angefangen haben und wo sie jetzt mittlerweile fahren. Also ich glaube, so ein Kandidat ist Zeisi, der auch Mittelfeld ungefähr war und auf einmal jetzt einen Sprung gemacht hat, dass der um Siege fährt und um die Meisterschaften. Also schon Wahnsinn. Und haben wir gerade noch in der Party gesprochen, was manche hier für wirklich steile Entwicklung hingelegt haben. Nur mit ein paar Monaten oder Wochen Training. Aber er ist auf jeden Fall neu dabei im BMW. Die Nummer ändert sich noch, weil er eigentlich meine Nummer geklaut hat. Aber das macht für heute das Rennen nichts. Er kann auch heute mit meiner Nummer fahren. Ja. Ist neu bei uns und wird dann leider wahrscheinlich heute ein bisschen hinterherfahren, aber es macht ja nichts. Hinterherfahren, beenden, Punkte einsacken, ist immer noch mehr Punkte wie jeder, der nicht gefahren ist heute. Weil bei uns gibt es ja die ersten 26, also alle kriegen einen Punkt mindestens. Und ja, mit 14. Platz oder so ist es trotzdem immer noch, glaube ich, gibt es 15 Punkte. Also tut das gar nicht so groß weh. Oh, kleiner Stau, Boxenausfahrt. Dann gehen wir beim Käsi, gehen wir gleich hin, weil der fahrende Autos finde ich schöner. German hatten wir schon. Memotein fährt auch die den Camaro. Auch schön, dass er wieder da ist. Hat lange nicht gefahren. Hat dann gesagt, ach komm, weißt du, ich habe heute spontan Bock und Lust. Fahre ich gerne mal mit. Freut mich, dass er heute dabei ist. Vielleicht können wir ihn ja auch in Zukunft wieder öfter begrüßen bei uns. Auch ein solider Fahrer, der relativ weit vorne auch Ambitionen jedes Mal hat. Und wollen mal gucken, ob er da auch landen kann mit seinem Camaro. Also das Auto müsste es definitiv hergeben und er eigentlich auch. Und sabert vielleicht nur ein bisschen an der Übung. Micron war ich schon bei im BMW, ist einer mit der Siegkandidaten und auch neu. Kai waren wir auch gleichzeitig mit dem Proto, unsere Teamtitelverteidiger. Zeiss Jana, Vizemeister, war ich glaube ich gerade auch schon. Hat dann doch, weil er glaube ich zwei Rennen nicht gefahren ist, einen erheblichen Rückstand auf den späteren Gewinner Erisch gehabt. Aber Erisch ist zum Beispiel heute nicht dabei und somit machen alle anderen deutlich Punkte gut und wenn sich jemand heute die Pole und den Rennsieg sichert, sind da satte 50 Punkte. Und ob Erish die in den verbleibenden 5 Rennen noch zufahren kann, bleibt offen. Don Granato hatten wir im Maserati. Platz 10. La Familia fährt hier in seinem grünen Grasshopper. Hatten wir, ist neuer Fahrer, kommt von den Chaos Lemmingen. Fehlt auch noch ein bisschen die Konstanz und die Erfahrung. Wird daher irgendwo hinten bei Vattermann. Die werden sich ungefähr, fahren beide ungefähr gleich schnell. Also vielleicht eine Sekunde zwischen oder so. Aber ich glaube, dass die zwei sich einigermaßen betteln können. Dann ist es für die auch nicht das Rennen so langweilig. Wenn man nur hinterher fährt, ist auch blöd. Aber wenn meistens ein Fahrer noch in deinem eigenen Niveau ist, wo man sich so ein bisschen dran klammern kann, dann hat man da auch Spaß dran. Und ja, also wie gesagt, üben, üben, üben und einfach mal nach Hilfe fragen.
hier in den Gruppen hilft jeder gerne und das geht eigentlich schon ganz gut. Gestirnzinker, auch ein neuer Fahrer, der heute da zugestoßen ist, auch über einen Facebook-Post. Neu bei uns in der Familie, fährt hier aktuell die Mamba und von Leipert Motorsport ist das, glaube ich. Fährt aktuell die Mamba mit der 2 und dem Mercedes somit. Fährt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Ronnie Pony im bei den Asphalt Cowboys. Die beiden haben sich nur noch nicht für eine endgültige Lackierung entschieden und dementsprechend fährt er heute noch in dem eigenen Design. Das wird sich wahrscheinlich dann zum nächsten Rennen ändern, dass beide ein einheitliches Team-Design sich überlegt haben. Aber das heißt, wir werden einmal die Ginetta und die, den Mercedes beide da drin sehen. Ja, Glitch waren wir schon bei, unser englischsprachiger Vertreter. So, Glitch, if you hear this, welcome to EER. Proto war ich auch schon bei. Proto Teammeister aktueller und ja, auch Ambitionen für ganz vorne und ich glaube, wir haben sehr viele, die die Ambitionen für sehr vorne haben und mal gucken, wo gleich die Pole stehen bleibt, wir haben jetzt optimale Strecke, also wir haben jetzt schon eine 43.0. Ja, Ronnie Pony hatte ich gerade noch nicht, der hapert glaube ich gerade noch so ein bisschen, dass er zu wenig Training hatte, weil der auch noch nicht wirklich die Zeit hinbekommen hat, die er gerne hätte. Ronnie Pony hat sonst in der Vergangenheit GT4 und GT3 sehr starke Rennen abgespult, sagte aber auch im Vorprogramm, dass diese englischsprachigen Strecken, also diese, die jetzt hier neu in diesem englischen DLC sind, nicht unbedingt seine Stärke sind und die er nicht so viel gefahren ist. Und ja, dann muss man die Strecken gerade erstmal so ein bisschen lernen und wenn die anderen das schon inne haben, was man selbst noch nicht so rausbekommen hat, dann ist das natürlich ein kleiner Nachteil, aber es sieht allem allem sehr gut aus und Ronnie ist ja auch ein guter Fahrer, der sich jetzt auf die 10 verbessert hat, hat immer wieder starke Rennen gezeigt oder hat auch gezeigt, dass er im Rennen sich steigern konnte, im Gegensatz zum Qualifying. Also diese One-Lap-Pace ist jetzt nicht seins, aber Ronnie kommt dann übers Rennen und die Ginetta ist da auch ein sehr gutes Auto für. Käse steht noch an der Box mit dem KTM, der gar nicht fahren mag. Also ich habe schon gesehen, Käse hatte das Auto gewechselt, ist auf den KTM gegangen, hat glaube ich auch das letzte GT4-Rennen in Suzuka, was wir hatten, gefahren mit dem KTM. Der KTM hat normalerweise ein mega Nachteil, weil er einfach zu langsam auf der Geraden ist, im Gegensatz zu den anderen Autos. Hier auf dieser Strecke ist aber eigentlich der KTM nicht so viel im Nachteil. Also ja, der schafft jetzt nicht die 43.0, aber der wird sich hier um die 8., 9. Position eigentlich einfinden können, wenn er denn fahren würde. Also es könnte auch sein, dass er jetzt sagt, du, ich möchte von hinten starten, weil ich keine Zeit fahre. Oder dass er jetzt wartet auf die besten Streckenbedingungen gleich erst rausgeht, das weiß ich nicht. So, das heißt, La Familia hat auch eine Zeit hingefahren. Das heißt, wir haben noch Vatermann, der noch keine gefahren hat, keine Zeit. Ist auch sehr typisch hier die Strecke mit den Track Limits. Geht hier relativ schnell, dass die Zeit ungültig wird. Wollen wir mal gucken, wo sie gleich liegen. Und wollen wir mal gucken, ob die Zeit auch vorne gleich nochmal unter die 43 fallen kann. Ich weiß, dass das Kai, Proto und sowas, die waren wir vorhin alle und sagten, oh Mann, ich habe noch eine halbe Sekunde irgendwo gefunden. Aber die haben es nicht zu Papier gebracht, weil es dann das Track Limit war. Ah, auch hier wieder, ne, da rutscht er raus, diese letzte Kurve, sehr tricky. Und ja, wenn man dann da raus ist, ist die Zeit direkt ungültig. Und man beginnt aufs Neue. Die Fahrer dürfen bei uns alles anhaben, also Linie, Fahrhilfen, was es hergibt. Aber wir wissen ja alle, dass man eigentlich ohne schneller ist. Der ganze Sache, also macht man ABS und die Traktionskontrolle schaltet man so runter, kommt man besser aus den Kurven raus, ist natürlich vielleicht ein bisschen unsicherer. Aber
Das darf jeder entscheiden, wie er möchte, auch ob er mit oder ohne Linie fährt. Ich finde hier sowieso, dass die Linie eigentlich eher für die da ist, wo man ein bisschen fauler ist, ne? Also wenn man sagt, oh, da der Einschlag, wo man ein bisschen fauler ist und sagt, du, ich habe es gar nicht in der Woche geschafft zu trainieren, dann hilft diese Linie ungefähr, wo du bremsen musst und wo du langfahren musst. Sonst ist man ja ganz aufgeschmissen und dann sind die Leute nochmal eine Sekunde zurück vielleicht. Aber sofern man die Strecke einigermaßen drin hat, bremst man sowieso an ganz anderen Stellen, wie das diese Bremslinie vorgibt. Einzigster Vor- und Nachteil ist, dass man weiß, ah, da vorne muss ich gleich irgendwo bremsen. Wenn man die Linie jetzt nicht hat, sucht man sich andere Punkte. Das dauert einen Moment, aber dann hat man es auch einigermaßen. Ja, was mich freut, ist, dass wir aktuell in den ersten, auf den ersten fünf Plätzen keine Sekunde haben. Oder hier mit Gipfelkaskade, eigentlich zähle ich jetzt mal damit dazu, die ersten sechs in einer Sekunde sind. Proto und Kai mit derselben Zeit. Also, Chapeau, Jungs. Habt ihr euch abgesprochen? Na, kleiner Spaß. Ich weiß, die fahren dasselbe Setup. Und ja, wenn sie beide mit dem Setup dieselbe Zeit fahren, dann haben es wohl beide in diesem Moment gleich gut drauf. Also, das ist doch mal perfektes Team in Einklang, wenn man auch noch dieselbe Zeit im Qualifying fährt. Ich weiß ganz sicher, dass die Jungs jetzt in der Party hängen und sich gerade darüber beömmeln, dass sie die gleiche Zeit gefahren sind. Aber das ist alles. Also, auch Kai und Proto möchte ich da jetzt nicht sagen, ihr habt keine Chance hier auf den Sieg. Ich glaube, dass das Überholen hier durchaus schwierig ist. Aber zwischen 1 und Donkerath und Pony, seien wir jetzt nicht böse, aber ich glaube, also von den ersten 8 sehe ich da jeden als Siegkandidat und Ronny und Don Granato natürlich, wenn je nachdem vorne noch was ist, natürlich auch Kandidaten fürs Podium, aber das ist schon deutlich eng geworden da vorne und auch gute Konkurrenz, was die Jungs sich hier zusammenfahren, also da passt selten ein Stück Papier zwischen, was hier an Abständen ist. Was hier meistens ist, wenn du deine Reifendrücke nicht passen, Vatermann, oder du Probleme hast, stell dich ruhig hin, sag zurück, teleportieren zur Box. Und, oh, das war gefährlich. Ja. Macht da ruhig, dass ihr in der Box nochmal, du brauchst nicht in die Box fahren zum Reparieren, du kannst einfach rechts oder links irgendwo anhalten, kannst dir neue Reifen, also kannst zurück in die Box springen und mit neuen Reifen nochmal rausfahren. Die sind am Anfang ein bisschen tricky, aber auch hier die Reifendrücke, glaube ich, ins Fenster zu kriegen. Wer es nicht weiß, beim GT4 liegt das optimale Fenster bei 26, 26,5, was die Reifen haben sollten, wobei beim GT3 27,5 PSI ist. Und ja, das muss man einfach so ein bisschen rausfahren. Auch wer es nicht weiß, Bremsen sind eigentlich die 1er-Bremsen immer die besten für diese Rennen. Fürs Qualifying kann man schon mal die 4er draufschnallen. Die sind ein bisschen aggressiver. Und da kann man vielleicht 2 Zehntel oder so noch mal rausholen. Auch mit dem Standard-Setup kann man ganz gute Zeiten fahren. Je nachdem, was man so einstellt. Vielleicht müssten wir bei La Familia und Vatermann mal so noch mal rüber gucken. Was stellen die überhaupt im Auto ein, Setup-mäßig? Weil meistens ist es irgendwelche Fehler, die man einstellt und sagt, ja, ich habe einfach das aggressive Setup genommen und bin losgefahren. Ich mache zum Beispiel immer, also man kann das aggressive wählen, ja, man kann aber auch das sichere Setup wählen und darauf aufbauen. Ich mag es gerne, ich fahre mit dem Logitech-Lenkrad, dass ich ein bisschen mehr Force-Feedback spüre im Auto, mehr ein bisschen die Lenkung habe. Und dementsprechend mache ich den Radlauf-Nachlauf auf volle Kanne, damit lenkt sich das Ganze ein bisschen schwieriger und ja, ich habe mehr Kontrolle im Auto. Das mag ich um einiges mehr als irgendwie was anderes. Ja, dann ist natürlich, wenn man die Curbs viel mitnehmen will, vielleicht von der Fahrzeughöhe was einzustellen, aber das ist wirklich nur der letzte Feinschliff. Also normalerweise Bremsen einstellen, Drücke einstellen,
vielleicht Bremsluftkanäle für die Bremsen, also hinten, vorne, je nachdem einstellen, dass die nicht zu heiß werden, nicht zu kalt bleiben. Und sonst stelle ich nur diesen Nachlauf um und dann fahre ich eigentlich mit dem aggressiven Setup da. Und ich glaube, das sieht man auch immer wieder bei irgendwelchen E-Sports-Events, dass die Leute, die da ganz vorne mitfahren, auch sagen, du brauchst hier kein Coach Dave Setup oder irgendetwas, sondern fahr einfach mit dem, was da ist. Es hängt wirklich viel am, wie fahre ich die Strecke. Ja? Also wenn wir das jetzt hier mal bei Vattermann beobachten und gleich mal sowas wie Micrun gucken, dann sieht man, dass er halt relativ weit auch hier vom Scheitelpunkt weg ist und dann relativ spät beschleunigen kann. Wenn wir dann hier das gucken, er versucht relativ nah den Scheitelpunkt und kommt relativ früh raus, kann früher raus beschleunigen. Das tut sich um einiges, kann den Schwung mehr um die Kurven mitnehmen. Na, wenn wir jetzt alleine gucken, wie er diese Kurve hier mit leichten Drift rein, Geschwindigkeit mitnehmen. Und das schlägt sich dann zur 42,8. Junge, Junge, Junge. Das schlägt sich dann in der Zeit nieder. Ne, habt ihr den Unterschied gesehen zwischen gerade Vattermann und jetzt Micrun? Was auch sehr viel hilft, wenn ihr sagt, ah, so eine neue Strecke und ich weiß nicht, guckt euch Fast Lap irgendwo auf YouTube an, wie irgendwelche E-Sportler diese Strecke fahren. Ich weiß, das ist aus dieser Cockpit-Perspektive nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Ne? Gerade wo hört die Strecke auf und wo fängt sie an, aber das ist ein kleines Gefühl, was man entwickeln muss. Oder vielleicht auch mal die Kameraperspektive sich ein bisschen ändern. Ich weiß, dass sehr viele einfach mit dem Cockpit fahren, so, und dementsprechend ist natürlich viel verdeckt. Manche sagen einfach, ich möchte größere Blick und kein Lenkrad sehen, das heißt, die gehen dann in diese Dashboard-Kamera. Helmkamera, glaube ich, fährt kaum einer. Wo man ganz gut sehen kann, ist hier. Also, wenn man hier den Apex nicht trifft, dann weiß ich auch nicht. In diesen Kameraperspektiven, also ich weiß zum Beispiel, Erich, der mit dem Controller fährt, fährt ausschließlich mit der Nasenposition. Und ja, also da verschenkst du selten was von der Strecke, weil du ja wirklich alles perfekt siehst. Siehst natürlich selten, was hinter dir ist, aber gut. Dann gibt es halt noch die ganz nahe, die ist ein bisschen, ja, da musst du auch komplett den Bildschirm ausnutzen. So, und es gibt auch Leute, die mit der Position von hinten schnell sind. Also ich weiß, Cremator fährt diese Position, hat da auch kompletten Überblick übers Auto. Wann geht mein Auto quer? Rechts, links, ist aber nachher ein Gefühl. Wir gucken nochmal den Vergleich. Achso, fährt gerade nicht. Oh, da ist aber einer gerade ausgeschossen und hat die Würfel abgeräumt. Ah, Casey ist mittlerweile aufgewacht. Und versucht mit dem KTM dann doch noch eine Zeit zu fahren. Der zusammen mit Weichsee ein Team macht. Und das Team haben sie dann Weichkäse genannt. Auch ein sehr schönes Logo mit so einem zerlaufenden Backcamembert. Aber das sind unsere Weichkäse-Jungs. Für die nächsten 6 Rennen jedenfalls. Oder für mehr, wenn die GT3 mitrechnen für die nächsten 12 Rennen. Ja, wollen wir mal gucken, wo er den KTM noch platzieren kann. Also ich würde mal hier so 10-11 sagen. Und mal gucken, ob da vorne noch sich noch was verbessern kann. Wir gehen die letzte Minute an. Glitch fährt auf jeden Fall noch. Wer geht denn noch über die Linie? Die 15. Ronnie geht auf jeden Fall auch noch mal rüber. Ist auch schon sehr viel, die glauben nicht, dass da noch was kommt. Die ersten drei sind sich ihrer Sache sicher. Ronnie aber der Letzte, der hier noch auf eine gezeitete Runde gehen wird, obwohl vielleicht kommt noch mal, schafft es Don Granato, wenn er es durchzieht. Oh, zieht er durch. Dann ist Don Granato jetzt der Letzte, der auf eine gezeitete Runde geht.
Gucken wir mal, ob was noch drin ist. So, Glitch geht jetzt in die letzte Kurve rein. Wie gesagt, die ist auch ein bisschen tricky. Zeit offiziell abgelaufen, kann sich Glitch dann noch ransetzen. Das ist nicht viel, was Gipfelkaskade auf dem dritten hat, und es ist immerhin dann auch noch schon mal ein Punkt. Ja, so ist es. Glitch geht auf die 3, also verschiebt Gipfelkaskade dann noch auf die 4 und sichert sich aktuell jedenfalls somit 3 Zusatzpunkte schon, die ersten, wobei Mikran, Sizey dann die anderen hätten. Ich glaube nicht, dass Don Granato und Ronnie Pony drankommen, aber wir gucken mal, was da noch so ist. Auch wo Käse noch den KTM hinstellen kann. So. Gucken wir, wo er rüber geht. Verbessert sich nur ein Platz nach vorne. Bleibt hier knapp hinter La Familia. 3 Sekunden weg. Da waren vielleicht noch nicht die Reifen ganz auf Temperatur. Ronnie Pony geht jetzt rüber. So, und die andere Zeit war ungültig. Daher zack. Ja, also wir haben Mikran, der sich die Pole sichert. Herzlichen Glückwunsch. Die ersten 5 Punkte für dich. Zeissiana macht die 2, also 4 Punkte. Glitch holt sich die 3 und 3 Punkte. Gipfelkaskade 2 Punkte mit dem 4. Platz. Memo holt sich mit dem 5. Platz noch 1 Zusatzpunkt. Dann kommt VRA German auf der 6. Position. Dann haben wir Proto auf der 7, Kai auf der 8, Don Granato 9, Ronnie Pony 10, Gestirnzinker auf der 11, La Familia auf der 12, Käse Stinker auf der 13 und Vatermann auf der 14. Position. So gehen wir gleich ins Rennen. Die Fahrer haben jetzt ganze 5 Minuten Zeit, um sich das Ganze nochmal anzugucken. Wir gucken mal die Trainingszeiten im Gegensatz zu den Qualifying-Zeiten. Wo waren wir da? Im Training waren wir noch bei einer 43.1. Hier haben wir schon eine 42.8 gesehen. Beide Zeiten kommen von Mikron und Sizey. Also man sieht ein bisschen Bewegung, ne? Alles was 3 und dahinter angeht. Aber ja, Mikron hat es da auf jeden Fall rausgerissen. Hat sich die Bestzeit in allen Sektoren geholt. Ist auch 10 Runden gefahren, also mit die meisten Runden. Ich meine, die anderen haben auch alle 10, 10, 10. Da sieht man mal, viel fahren hilft viel. Ja, sieht sehr BMW-lastig aktuell da vorne aus. BMW, 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 BMW. Und dann die Camaros. Aber gut. So ist das dann. Zack, nochmal hier. Ein Screenshot. Da ein Screenshot. Ich halte es aber ein, dass wir das Qualifying-Ergebnis haben. Ja, waren auf jeden Fall super schnelle Zeiten, die die Fahrer haben. Wir haben optimale Streckenbedingungen. Wir haben 24 Grad auf der Umgebung. 32 Grad hat der Asphalt. Da rennt das schwarze Leder dann doch ganz gut auf dem Asphalt. Und ja, was erwarten wir jetzt fürs Rennen? Ich erwarte eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes, einen Kampf da vorne. Ich muss mal gerade was gucken. Auf eine Auflösung vom Twitch-Stream. Mal wieder zurück. Sah ein bisschen verschwommen halt aus. Ich habe nebenbei den Stream am Laufen vom Handy und das sah jetzt nicht so kristallklar aus. Jetzt habe ich es aber wieder in Ordnung. Also gut, vielleicht ist es einfach nur hängen geblieben. Daher gucken wir, dass das jetzt sauber läuft. Ja, also hier BMW-lastig relativ viel, die ersten 4 jedenfalls, gefolgt von den Camaros.
gefolgt von den Mercedes, dann ein Maserati, Ronnie Pony mit dem Ginetta, dann Stirnzinker mit dem auch wieder Mercedes, La Familia mit dem BMW und KTM und BMW dann am Ende. Aber ja, also das hier vorne spricht eigentlich für BMW-Strecke. Jetzt noch 1:20. Jetzt hoffe ich, dass alle gleich in die Startaufstellung kommen, also alle rechtzeitig drücken. Wenn es jetzt gleich losgeht, ist wichtig, dass man halt die letzten 30 Sekunden sein Setup speichert, ins Auto geht und sagt fahren. Wenn man das nicht tut, wird man jetzt an die Box teleportet und muss hinterher starten. Mit einem Zeitverzug ist nicht schön. Aber gut, hatten wir auch schon, dass es ein Bug dafür gab, dass jemand zurückgesprungen ist in die Box. Immer, 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 immer unschön, diese Sache. Aber gut. Hoffe ich, dass es jetzt keinem passiert. Wir nähern uns jetzt diesen 30 Sekunden. Früher gab es bei dem Spiel auf der ersten Xbox quasi, noch bevor jetzt diese Neuentwicklung kam, gab es hier immer noch ein 30 Seconds Warning. Also wir sehen, da oben blinkt jetzt Fahren. Und da sollten die Fahrer auch schleunigst draufdrücken, um nicht in die Box zu springen. Und dann können sie auch schon das Auto anlassen. Wir werden dann gleich vielleicht die ersten zwei, drei Lichthupen sehen. Ja, man hat es gerade gesehen. Ronnie Pony links ist das Auto schon zum Beispiel runtergelassen. Also der sitzt safe im Auto. Und ich hoffe, dass die anderen auch alle hinkriegen. Dann haben wir eine komplette lange Einführungsrunde, wo man sich am besten seine Reifen warm macht. Man macht es einfach mit einer schleifenden Bremse meistens. So, Micron kommt weg, Zeissi kommt weg, Glitch kommt weg, Gipfelkaskade, Memo, German, Proto, Kai, Don Granato, Ronnie Pony, Zinker, La Familia, Käse und Vatermann. Alle kommen gut weg. Perfekt. Geht jetzt in der Einführungsrunde. Halt, wie gesagt, in der Einführungsrunde gibt es verschiedene Methoden. Jeder kennt es aus der Formel 1, zackiges Hin- und Herfahren. Die Vorderreifen, die Hinterreifen auf Temperatur zu bringen. Aber ja, das ist so das, wie man es normalerweise macht. Es gibt auch eine Technik, schleifende Bremse komplett zu fahren. Das mache ich gerne und dann die Bremse immer wieder mal ein bisschen lösen, damit, wenn sie zu heiß werden sollte. Weil wenn ich heiße Bremsen habe, tun die heißen Bremsen auch meine Reifen wärmen. Und wer es nicht weiß, die GT4s haben halt den Nachteil im Gegensatz zu den GT3s, dass sie keine vorgewärmten Reifen haben. Das heißt, die Fahrer sind jetzt wirklich auf diese erste Runde angewiesen, die Temperatur da reinzubringen in die Autos und oder vielmehr in die Reifen, um das Ganze hinzukriegen. Das ist jetzt die Kernsache, was man da versucht, was man probiert. Dem einen gelingt es ein bisschen besser, dem anderen schlechter. Also ist ja auch entscheidend, direkt gut packende Reifen in der ersten Runde zu haben und nicht, dass man da direkt viel Zeit verliert, weil man Problemchen hat. Ja, die Lackierung von Mick Run und Zeissi ist schon sehr ähnlich. Vielleicht haben die sich schon vom Team geeinigt. Das wäre natürlich der Worst Case für die anderen Fahrer, wenn die beiden hier vorne sich das jetzt für ein Team entschieden hätten. Und das wäre schon eine Macht. Also da würde ich sagen, das ist ein ganz heißer Kandidat, wenn die zwei zusammenfahren, dass das was werden könnte. So, jetzt wird es wahrscheinlich hier schon in den Double File gehen. Wichtig jetzt hier seine richtige Position zu finden, nicht den Speed zu erhöhen gleich auf der Startziel, also nicht zu schnell sein, in die Radarfalle dort zu kommen, weil ja, dann gibt es direkt eine Durchfahrtsstrafe und Durchfahrtsstrafen tun bekanntlicherweise weh, also nicht so doll wie eine Stop-and-Go von 30 Sekunden, aber auch Durchfahrtsstrafen sind durchaus 1 Minute. Ich gehe mal hier. Von wo gucken wir es denn an? Ich bleib mal hier bei German drauf auf der 5. So habe ich vielleicht alles im Blick.
was da in der ersten Kurve passiert. So, 70 halten und wir haben grün und es geht los. Micron kann sich vorne ganz gut die Führung behaupten. Glitch auf der 3. Oh, da gibt es den ersten Kontakt. Da kommt, ich glaube, und da scheppert's ordentlich. Auf wen ist er draufgefahren? Auf den Kai. Auf Proto war's. Ja, das war natürlich äußerst unglücklich. Vatermann ist gut durchgekommen. Glitch hat da ein ordentliches Problem. Ja, Glitch ist da aneinander gefahren und hat ihn da ein bisschen weggedreht in der ersten Kurve. Können wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Also Proto auf jeden Fall Schaden genommen. Glitch auf jeden Fall Schaden gehabt. Ich glaube, La Familia hat auch einen abgekriegt. German auf jeden Fall. So, und Proto. Und die anderen sind eigentlich ganz gut da vorne durchgekommen. Jetzt ist natürlich Proto möchte da vorbei. Da ist ja auch gar kein Problem für Proto, dran vorbeizugehen. Der nächste ist jetzt German. Gucken uns das jetzt gleich, wenn die erste Runde vorbei ist, nochmal in der Wiederholung ganz genau an, was da genau passiert ist. So, der nächste ist Glitch, der da dran vorbeigeht. Ich glaube, den Unfall hat auf jeden Fall Glitch ausgelöst. So, Käse, der jetzt auch hinterher fährt. Ich guck mal, was wir gerade vorne haben, nicht, dass wir was verpassen. Micron auf 1, Zeisi 2, Gipfelkaskade 3, Kai auf 4. Proto, Memo 5, Don Granato 6, Ronny, der sich auf die 7 dadurch verbessert hat, Gestirnzinker auf der 8, Proto jetzt schon wieder auf der 9, Glitch 10, German geht an der Box schon, lässt sich reparieren und wird wahrscheinlich dann auch seinen Pflichtbox-Stop machen, kein Problem. Wir gucken mal in die Wiederholung, was genau passiert ist. Und zwar gehen wir auf Glitch. Mal gucken mal aus der Helicam. Da war schon zu weit. Was ist genau passiert? Ja, fährt er zu hart übers Gras. Trifft dann German. Kommt natürlich quer. Don Granato muss auf jeden Fall außen ausweichen. Ja, ein bisschen, also normalerweise hätte German vielleicht außen bleiben sollen. Räumt da Proto dann komplett ab. Was denn mit Dings? Warum hier der Grüne? Verzieht, ich glaube hier das grüne Auto, der La Familia verliert einfach aufgrund der fehlenden Reifentemperatur auch den Grip gerade in dem Moment und scheppert da außen lang. Aber wir sehen, durch die Situation fährt Gestirn Zinker auch noch auf Dings auf. Auf den KTM. Ging aber einigermaßen. Mal gucken, ob der bei den KTM noch mal haben. Kriegt da den Schlenker, dreht sich dann auch komplett noch mal weg. Ja, puh. Viel los in der ersten Runde. Käse geht auch zum Reparieren. Gut. Ja, also ich glaube, da haben wir schon den Schuldigen ausgemacht in der ersten Kurve. Also es gab zwei, drei Brandherde, muss man sagen. Einmal hatten wir Glitch,
der da German abgeräumt hat. Und die restlichen Reaktionen würde ich eigentlich darauf berufen, wie man sich dann verhalten hat. Da vorne scheren Autos aus und alles in allem würde ich schon fast als, also natürlich ist es für Proto mehr als unglücklich gelaufen. Du bist gar nicht verwickelt und kriegst dann von links komplett aus dem Leben geknallt, aber ich glaube, das kann man auch durchaus als Rennunfall dort sehen. Also wenn einer überhaupt eine Schuld trägt, dann vielleicht Glitch. Und der Rest hat eigentlich nur versucht zu reagieren und ja, da kann es eigentlich nur Verlierer bei sowas geben. Also wir können uns das nachher auch nochmal dann angucken oder wenn jemand meint, er möchte einen Strafantrag stellen oder einen, dass es nicht in Ordnung war, dann können wir uns das Ganze nochmal angucken oder so. Aber also meine erste Meinung ist jetzt vielleicht mal, auch wenn es hart für den einen oder anderen war, es war einfach ein Rennunfall. Aber wenn wir jemandem Schuld geben müssen, dann glaube ich, ist das aktuell Glitch, der ein bisschen übermotiviert in die Kurve 1 reingegangen ist. Ja, was sagen wir zu den Abständen? Micron kann sich vor Zeiss Jana ein Stück weit vorne absetzen. Kai hat sich mit seinem Auto auf die 3 verbessert. Gipfelkaskade ist aber dran. Und dahinter lauert Memo. Ja, und dann kommt auch schon Don Granato. Ronny, wie ich sagte, im Rennen eigentlich ganz gut. Glitch fährt aber jetzt so langsam die Lücke zu. Ja, Vatermann kann auf der 10 aktuell fahren, also auch vor La Familia. Proto und German haben sich da aber schon. Da geht German dran vorbei an Proto. Ja, das waren die, die am meisten Schaden sich geholt haben, sind natürlich jetzt verständlicherweise früh in die Box gegangen, um den Schaden zu reparieren. Käse steht auch noch. Ich hoffe, Käse, dass du weiterfährst, weil Punkte gibt es halt nur, wenn man auch weiterfährt. Auch wenn man sagt, oh Mensch, das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Weiterfahren wäre auf jeden Fall gut. Also so 4-5 Runden Rückstand ist nachher kein Problem, aber wenn man jetzt die ganze Zeit dranhängt, nur die letzten 2 Runden nicht, dann bin ich davon jetzt nicht so der große Fan. Ja, Gipfelkaskade merkt gerade, dass das gar nicht so toll ist, hier hinterher zu fahren. Obwohl man ja vielleicht irgendwo mal schneller könnte, aber man kommt ja nicht vorbei. Ist relativ schwierig hier zu überholen, weil die Strecke dann auch relativ schwierig zu fahren ist. Also selbst wenn er hier mit der Bremse nebenkommen würde, und Kai hier auch immer mit einem wilden Drift auspackt, die einzigste Chance halt hier, sich irgendwo nebenzusetzen, wenn das Auto schneller ist, macht er hier. Oh, Kai, da drückst du aber raus. Das muss ja nicht sein. Also da hätten auch 2 Autos durchgepasst. Kai möchte natürlich dort nicht die Linie hergeben, hat er gesehen. Kai hatten wir ja schon in den letzten Rennen gesehen mit Gipfelkaskade. Ich glaube, am Dienstag bei den Chaos-Lemmingen war das auch schon, hatten die zwei sich einigermaßen oder das ganze Rennen eigentlich haben sich gegeben. Oh, Gipfelkaskade ist gesagt jetzt, alles klar. Dann versuche ich einen Undercut gegenüber dir und versuche in die Box zu gehen. Mal gucken, ob der Kai auch schon so früh mitzieht. Oder ob er sagt, ja okay, probier das halt. Du landest sowieso gleich hinten im Feld. Gucken wir mal, wo es jetzt enger wird. Abstand hier hinten. Gipfelkaskade. Ja. Käse steht immer noch. Gucken wir mal, was Glitch jetzt macht. Oh, da hat Ronny ihn aber ziehen lassen. Hätte Ronny gar nicht machen müssen. Ging ja um eigentlich in der Position. Es war sehr nett. Er weiß ja auch, der andere ist vielleicht schneller. So, Gipfelkaskade geht wieder raus. Gucken wir mal, wo German und Proto sind. Deutlich dahinter. Die haben
deutlich dahinter. Die haben halt wahrscheinlich ordentlich Schaden gehabt und haben den auch repariert. Und das tut natürlich dann weh. Aber bestimmt eine halbe Runde sieht's aus. So, der nächste, der auf Kai aufläuft. Memotein. So, versucht er jetzt dasselbe? Ah, guck mal. Kai versucht jetzt gegen Gipfelkaskade zu covern. Ich glaube nicht, dass Kai eigentlich jetzt schon so früh reingehen wollte. Aber er versucht jetzt, Gipfelkaskade hinter sich damit zu halten. Weil der jetzt aktuell ja 14 Sekunden Rückstand hätte. Der hätte freie Fahrt. Und das möchte Kai verhindern. Lachender Dritter an dieser Position könnte nachher Memotein sein, weil den haben sie jetzt außer Acht gelassen, weil er dachte, ich bin mit den beiden im Fight. Wenn Kai jetzt wieder vor Gipfelkaskade rauskommen könnte und beide aufhält, ist nachher der lachende Don Granato und Memotein. Weil wenn die zwei sich jetzt nicht behindern, sondern zusammenfahren können und auch zusammen schnell fahren können, dann kann das hier was werden. Dann haben Gipfelkaskade und Kai mit Zitronengarnelt. So, Kai ist wieder am rausfahren, Gipfelkaskade kommt. Kai bleibt auf jeden Fall vor, hat auf jeden Fall einen schnelleren Stopp gehabt. Deutlich. La Familia ist da noch zwischengeraten. Also Gipfelkaskade sieht ihn. Aber 4 Sekunden hat er verloren. Also Kai hätte noch gar nicht handeln müssen. Wollen wir mal gucken. Ob das jetzt der Move war, was den beiden geholfen hat. Oder ob es eher was ist, was hier Memotein und Don Granato hilft. Oh, Don Granato kriegt Oversteer im Kurvenausgang. Wie gesagt, ist relativ einfach mit dem Maserati, der ohne die Hilfen unterwegs sind. Und guck, wer auf der 5 schon wieder rangefahren ist. Glitch. Ich meine, natürlich aktuell begünstigt. Aber wenn er die Lücke schließen kann, diese 10 Sekunden zu Memotein, dann ist für Glitch da durchaus auch noch was drin. Der aber vielleicht noch was, eine Zurückstufung vielleicht zu erwarten hat, wegen dem Unfall mit German und somit auch resultierenden Proto. Das muss man sich dann angucken, ob wir das machen wollen oder ob das gemacht werden soll. Das müssen die Fahrer selbst entscheiden. In erster Instanz dürfen die Fahrer erstmal selbst miteinander quatschen. Wenn sie dann auf keinen grünen Nenner kommen, schalten wir uns erst als Liga dann ein und sagen, okay, was ist denn gewesen? Und wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und hoffen, dass wir damit einigermaßen Fairness schaffen können. Weil es natürlich immer ärgerlich ist, man nimmt sich die Zeit hier, man trainiert eine Stunde vorher oder zwei und dann ist in Kurve 1 schon alles vorbei. Muss natürlich nicht sein, spricht man dann an und meistens ist es dann vielleicht auch gut, wenn er sagt, du, pass auf, im nächsten Rennen guckst du mal mehr, wo mein Auto ist. Weil die Fahrer, die sich da meistens ins Gehege kommen, die fahren sowieso auf einem Level und meistens ist es dann sowieso nachher eher so, dass man, na, ja, zieht La Familia zurück zum Kurvenausgang. Ja, La Familia, der muss auch irgendwo schon mal weiter abseits der Strecke gewesen sein. Ja, wir haben es ja gesehen, der hat sich da mit Käsestinker ist da aneinander geraten. Kesi, der mittlerweile auch den Server verlassen hat. Schade, Kesi, also zu Ende fahren hätte können, dann wäre es wenigstens der 14. Platz gewesen. Für euer Team ist dann sind halt trotzdem ein paar Punkte. Selbst der 14. Platz sind, glaube ich, immer noch 15 Punkte.
Aber das ist halt hauptsächlich Regel, dass die Leute zu Ende fahren. Natürlich ist die Begeisterung nicht so groß, wenn man irgendwo abgeräumt wird oder irgendwas ist, klar. Aber da spricht man drüber. Und ich glaube, das, was bei Casey da passiert, das ist auch darauf zurückzuführen. Na, wer war das denn da? Oh. German wird schon überrundet von Mick Run. Das ist, geht aber doch zügig. Da sieht man mal, wie weit German und Proto zurückliegen. Ja, dass die jetzt schon überrundet werden. Ich meine, ja, sie haben schon Stopp gemacht. Also das heißt, das wird sich relativieren, aber das ist halt, kommt halt nicht von ungefähr. Wir nähern uns auch ungefähr der Hälfte gleich. Das heißt, vielleicht werden die anderen dann auch in die Box gehen und versuchen, was zu machen. Ja, Don Granato musste logischerweise ein bisschen durch seinen Fahrfehler ein bisschen abreißen lassen auf Memo-Teilen. Glitch ist mittlerweile dran an Don Granato. Also die Lücke hat er schon zugefahren. Da wollen wir gleich mal gucken. Vorne sehen wir auch schon Memo-Teilen um die Ecke biegen. Glitch, der da zwar als Verursacher der Startkollision war, aber dann doch relativ glimpflich davon kam. Im Gegensatz zu den anderen. Enge Straßen hier, also viele sagen auch die Mini-Nordschleife, weil es so viel hoch und runter, rechts und links geht. Ist halt auch sehr, sehr interessante Strecke und macht auch den Fahrern Spaß, so wie ich es in den Partys vorher gehört hatte. Sieht man auch sehr schön die Curbs, die ordentlich benutzt werden. Haben auch Gummiabrieb, ne? Rechts und links, wie man sieht. Also selbst wenn man keine Ideallinie hätte, könnte man erahnen, wo sie lang geht. Jedenfalls da, wo die Curbs immer schwarz sind. Da sollte man auch möglichst drüber fahren. Kai ist mittlerweile vorbei an Vatermann. Ja, und Glitch kommt nicht annähernd irgendwie aktuell in die Schlagdistanz bei Don Granato. Muss da vielleicht auch auf einen Fehler hoffen des Maserati-Piloten, dass der da sich verbremst oder ein Oversteer kriegt am Kurvenausgang. Muss aber sagen, beide kommen aktuell näher an Memo-Teilen. Also ob das jetzt für Memo spricht oder für die beiden. Wir gucken mal, aber Memo ist auch der Abstand größer nach Zeiss-Jana geworden. Aber das mischt sich dann alles mit dem, was Kai und Gipfelkaskade machen. Jetzt hat er den Versuch. Ja, Don Granato sieht ihn. So, kann Don Granato kontern. Don Granato geht an die Box, versucht da den Undercut gegen Glitch. Jetzt wollen wir mal gleich gucken, wo Don Granato rauskommt. Müsste ungefähr so hinter Kai eigentlich sein, aber das werden wir sehen, wie viel es dann wirklich ist. So, Gipfelkaskade hat mittlerweile, muss man ja die Zeit hier zusammenrechnen, sind 6 Sekunden Rückstand. Kai ist jetzt auf dem Startziel. Don Granato steht noch.
gucken. Don Granato kann jetzt wieder Gas geben. Wir gehen mal bei Gipfelkaskade drauf. Gipfelkaskade wird auch vorbeigehen. Da ist Vatermann und da ist Gipfelkaskade. Und Don Granato wird sich hinter Gipfelkaskade einordnen und hinter Gipfelkaskade vor La Familia. La Familia, der den Vorsprung zu Vatermann ein bisschen reduzieren konnte. German hier auch abseits der Strecke. Ja, immer noch auch deutlichen Rückstand hier auf Don Granato. Also das höchste der Gefühle, glaube ich, ist für German und Proto der 10. oder 9. Platz nachher. Mal gucken, wie es nachher Boxenstopp bereinigt aussieht. Gipfelkaskade hatte auf Vatermann den Rückstand. Ist aber auch schon deutlich dran vorbei. Sind beide dran vorbeigeflogen. Don Granato. Er hat nur noch Gipfelkaskade vor sich. Oh. Aber Vatermann scheint ein Problem gehabt zu haben. Weil La Familia ist dran vorbei. Da muss er wohl abgeflogen sein. Wir gucken es in der am Grad von der Zeiten her. Gucken es uns mal in der Wiederholung an. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. So, da kommt die Überrundung oder der Überholvorgang von Gipfelkaskade. Ah, und da kommt er raus. Dreht sich da weg. Oh ja, kommt da blöd auf der Strecke zum Stehen. Fährt dann fairerweise runter von der Strecke. Wartet extra. Okay, also das macht auch nicht jeder. Und dadurch hat er die Position verloren. Also sehr fair an der Stelle. Erstmal alles wieder sortieren. Ja, und dadurch hat er dann die Position eingebüßt. So, da war Memo Time ein bisschen dem Glitch zu langsam in der Box. Fährt er ihm fast noch drauf. Also Glitch wäre da gerne schneller in die Box gefahren. So, jetzt entscheidet sich das direkte Duell bei den beiden auch in der Box. Ah, ich glaube, hätte Glitch das gewusst, dass er auch reingeht, wäre er vielleicht noch eine Runde gefahren. Aber dürfen es nicht vergessen, die fahren hier immer noch mit Kai um den dritten Platz. Gucken wir mal, wie es für die gleich aussieht. Noch stehen sie und Kai geht auf die Startziel. Das sieht gut aus für Kai, weil beide noch stehen und beide noch nicht fertig sind. Also Kai geht dran vorbei. Kai holt sich den dritten. Kai auch wieder einen super Stop gemacht anscheinend, wo er viel rausgeholt hat. Jetzt können beide dran. Gipfelkaskade geht in der Zwischenzeit auch vorbei. Glitch jetzt direkt hinter Gipfelkaskade. Glitch hat in der Box Dings bekommen. Oh, da wird es ganz eng zwischen Don Granato und war ein bisschen auch da wurde es sehr, sehr eng zwischen Don Granato und Memo Time. Da wurden mal kurz die Ellbogen ausgepackt. Ronny dann doch ein Stück weit zurück. Ja, Memo da hat auch noch nicht die Reifentemperaturen gehabt und den Grip, um da gegenzuhalten. Und ich meine, Don Granato war ja auch schon mit einem heftigen Drift. Versucht es natürlich jetzt hier auch. Der hat hier Platz 4 und 5 direkt vor der Nase. Gucken wir mal, wie weit. Ja, Kai ist ein bisschen. Der hat immer noch die 6 vor Gipfelkaskade. Also Kai aktuell ein bisschen safe vor dieser ganzen Gruppe. Aber das ist natürlich hier das Kampftrüppchen 4, 5, 6. Sagen wir, nehmen wir Memo auch noch rein. 7, 5, 6, 7. Das natürlich
uns jetzt vielleicht noch ein bisschen Spaß bringt hier 20 Minuten. Wollen wir mal gucken, wie es da aussieht. Memo so ein bisschen gerade Verlierer des Pitstops bzw. der Outlap aus dem Pits, weil er da weit gehen musste oder ihn Don Granato da auch weit geschickt hat. Muss jetzt hier deutlich abreißen lassen aktuell. Und die anderen lassen hier natürlich gerade voll fliegen und volle Attacke. Hoffe, dass der Memo gleich wieder einigermaßen vielleicht noch ranschwimmen kann und ein Wörtchen mitreden kann. La Familie an der Box, wo Ronnie den Abstand her hatte. Weiß ich nicht. Eigentlich auch nur eine Momentaufnahme an der Box. Oh, sehr hart über den Körper. Don Granato hier. Ja, das ist jetzt hier. Dahinter ist relativ schon die Abstände auseinandergegangen. La Familia und Vatermann stehen gerade an der Box. La Familia darf wieder losfahren. Vatermann steht noch. La Familia auf der 12, Vatermann auf der 13. Aber wie gesagt, immer noch mehr als jemand, der zum Beispiel heute nicht gefahren ist, wie ich. In der Meisterschaft, also. Wenn man regelmäßig fährt, steht man auch relativ weit am vorne. Gestirnzinker kann halt, hat auch noch nicht gestoppt. Wird, gehe ich mal von aus, hinter German und Proto noch zurückfallen. Bleibt aber vor La Familia und Vatermann. Somit haben wir aktuell die neueren Fahrer dann auf der 11, 12, 13. Aber, ja. Glitch hier. Seite an Seite mit Gipfelkaskade. Da hat sich Glitch daneben gebremst. Ist aber nicht vorbeigekommen. BMW Power gegen BMW Power. Da müssen wir auch erstmal noch beibleiben. Also das sieht auch nach einem sehr interessanten Duell bei den beiden aus. Wer kann da den entscheidenden Vorteil sich holen? Laufen jetzt beide auf Vatermann auf, der hoffentlich da den Rückspiegel im Inne hat und sieht, was da hinter ihm auf ihn zugerast kommt. Nämlich, das ist Platz 4 und 5, die im Zweikampf sind. Aber ich gehe mal davon aus, so wie er das bis jetzt gemacht hat, Fairplatz, dass das jetzt auch gleich nicht das große Problem ist, sondern er wird sie sehen, könnte sich ja anbieten auf der Startziel jetzt gleich oder kurz dahinter. Oh, Glitch zeigt sich da. Der Vatermann kommt ja von der Strecke ab. Das wäre natürlich Worst Case, der dreht sich weg und beide rasen rein. Aber das ist dann auch nun mal eigentlich Pech, weil ich kann ja niemanden bestrafen, wenn er sich irgendwie mit irgendwas vertut. So, kriegt jetzt auf jeden Fall blaue Flaggen. Glitch nimmt schon ein bisschen Abstand. Er fährt ganz weit links, alles gut. Schön sauber Platz gemacht. Schön, Dankeschön. So muss das sein. Don Granato, der natürlich auch dran vorbeirast. So muss das sein. Ich meine, es kann vielleicht mal Situationen geben, wo das nicht so gut funktioniert und jeder fährt auch da sein eigenes Rennen, aber im Groben und Ganzen sollte das so funktionieren, dass man da nicht absichtlich im Weg steht. Ich meine, Ronnie Pony hat es ja vorhin auch relativ eindrucksvoll bewiesen. Er sagte, ich will gar nicht mit Glitch kämpfen, den lasse ich da vorbei. So, Glitch sucht einen Weg vorbei. Gipfelkaskade sagt aber rechts wie links, hier ist kein Platz. Such dir deinen Platz woanders.
Jetzt ist Memo auch dran an Vatermann. Ja, geht hier auch ohne Probleme dran vorbei. So, und für Don Granato ist das natürlich auch mitten gefundenes Fressen, wenn die zwei sich da bekriegen. Am besten noch, wenn die zwei sich in die Kiste fahren oder abfliegen. Oh, da die Dive-Bombe, oh, da drückt er sich daneben. Und so, und jetzt mal gucken, ob Don Granato Vorteil zieht. Und genauso ist es, wie habe ich es gesagt, Don Granato sieht, dass die zwei sich da bekriegen. Glitch ist fair, lässt Gipfelkaskade an der Stelle natürlich wieder passieren, aber lachender Dritter ist natürlich Don Granato, der gesagt hat, haha, ich gucke mir das gerne an, was ihr da macht, aber ich hole mir dann die den Platz schon. Laufen jetzt da vorne auf La Familia auf. Er hat Glitch gesehen, dass er da zu spät ist, auf jeden Fall. Da geht German on Gestirnzinker auf jeden Fall vorbei, der auch noch nicht an der Box war. Also 13 Minuten hast du noch, aber einen Stop musst du machen. Ja, Glitch auf jeden Fall. Also war jetzt fairer Move, dass er Gipfelkaskade vorgelassen hat, aber da reinzuhalten war auch ein bisschen übermotiviert. Auch hier zu spät auf der Bremse, dass er da ja, ich meine, es ist keine tolle Strecke zum Überholen und es lädt vielleicht auch dafür ein, aber da müssen wir vielleicht nochmal sagen, chill, glitchy, bisschen La Familia schlägt da ein, ist da abgeflogen in der letzten Kurve. Guckt jetzt auch, dass er da keinem im Weg steht und zurück auf die Strecke zu fahren. Oh, ja, Vatermann, da wäre aber deine Chance jetzt gewesen. Fliegt aber genau an derselben Stelle raus. Und von hinten kommt Ronnie Pony. Da wäre aber jetzt seine Chance gewesen. Also La Familia hat einen Fehler gemacht. Da hätte Vatermann auf jeden Fall Profit rausziehen können. Man lässt jetzt hier Ronnie ziehen. Und mal gucken, wie der Abstand von hier meinem Kampfgrüppchen auf Kai ist. 8 Sekunden. Also es ändert sich auch nicht. Die fahren ein Schritt Tempo. Also alles dasselbe. Ja, wollen wir mal gucken. Also wenn wirklich Micron und Zaisi sich für ein Team entschieden haben, was von der Lackierung aktuell ein bisschen danach ausschaut, dann ist das natürlich ein Einstand nach Maß für beide. Also ein Doppelsieg in der GT4 hier zu holen. Ob das dann so ist? Also ich hätte jetzt von den Farben her, also es ist relativ ähnlich, aber vielleicht ist es auch reiner Zufall. Wir machen uns hier umsonst Sorgen. Kai, der auf jeden Fall mit Dings zusammenfährt, mit Proto, der sich noch auf 10 verbessern wird. Hatte ich auch schon befürchtet, dass die zwei rasieren, aber ich glaube, Don Granato hat auch immer noch ein Plätzchen bei sich, immer frei bei Leis ist geil Lacing. Und Gipfelkaskade hat, glaube ich, auch noch kein Teammate. Vielleicht, oh, da kommt er weit raus und da ist Glitch vorbei. So, jetzt jagt er Glitch. Umgekehrte Vorzeichen jetzt von gerade. Da ist er dran vorbeigegangen an Glitch. Ja, vielleicht finden die sich ja auch an als Team. Also noch ist da relativ viel offen. Es ist auch alles in Ordnung, wenn sich das da erst zum zweiten Rennen findet oder so. Also dass man am Anfang immer so ein bisschen
Headless Chicken ist und oh, ich weiß noch gar nicht und ich habe bis Rennenstart keinen gefunden, fährt man meistens seine eigene Lackierung und zum zweiten ist das dann eingegroovt. Das ist auch alles kein Problem für uns. Wenn sich nachher irgendwas rauskristallisieren sollte zum dritten Rennen und sowas, dann Teams, also ich bin jetzt auf 1, der andere auf 2, alles solo, lass mal zusammen machen. Da muss leider das Kartellamt einspringen, aber solange es jetzt nur bei den ersten Rennen ist oder wie auch immer, dann würde ich diese Vereinigung an der Stelle noch zulassen, zumal also wir sind daran interessiert, eigentlich ausgeglichene Teams, also eigentlich wäre es gut, ein starker Fahrer immer mit einem Schwachen. Das heißt immer eigentlich relativ gute Spannung in dieser ganzen Sache. Also ich fahre ja auch mit Arish zusammen, wobei ich da der schwache Fahrer bin, Arish der starke. Und ja, ich fahre so ungefähr hier bei Ronnie, würde ich mal behaupten, mit. Also wäre maximal für mich auch nur so ein 8. Platz drin gewesen. Aber ja, mal gucken. Oh, da auch Oversteer von Gipfel Cascada, also es kann auch leicht mal in der Wand enden, wie wir es schon bei dem einen oder anderen gesehen haben. Dass sich da die Kurve verkehrt ausspuckt und du findest dich in der Mauer wieder. Und mal gucken, wie lange ein Gestirnsinker noch fahren möchte. Also ein Stop von musst du machen. Und es wäre natürlich von Vorteil gewesen, weil du einen Boxenstopp machen musst, wo du die Reifen wechseln musst, dass du das Ganze zur Rennmitte machst. Weil du fährst jetzt auf diesen alten Schluffen, fährst du ja kaputt. Also, wenn man sagt, ja, ich habe vor und hinter mir gerade keinen und ich nutze das gerade nicht, okay. Aber der optimale Zeitpunkt eigentlich in unserem Format ist, man fährt ungefähr zur Hälfte rein, haut sich neue Reifen drauf, tankt auch nach. Also, wenn du jetzt das ganze Rennen mit vollem Tank fährst, hast du ja die Hälfte des Rennens vielleicht sogar zu viel mitgeschleppt. Mag vielleicht immer nicht viel ausschlaggebend sein oder nicht so viel unrelevant sein für einen, aber auf diesem Konzept beharrt ja unser Zusatzgewicht, dass wir doch sagen, doch, es hat eine Auswirkung. Und ja, so werden wir es dann auch, wenn es so ausgeht, wie es jetzt aussieht, wird Mikran da auch zusätzliche 50 Kilo für Silverstone mitkriegen und die sind permanent im Auto zu führen. Das heißt, der fährt mit vollem Auto los und kommt mit fast vollem wieder am Ziel an. Also der muss zweimal komplett voll tanken, damit das passt. Das ist bei 50 Litern schon eine kleine Herausforderung. Und ja, dann sind so Strecken, wo es auf der Startziel man vielleicht dann doch nicht vorbeikommt oder in der Kurve dann doch ein bisschen mehr schiebt. Also einen Effekt hat das. Ja, Gipfelkaskade kommt jetzt aber nicht so dran. Also Glitch ist auf jeden Fall ein Stück schneller gewesen als er. Ich weiß nicht, ob Glitch nochmal an Don Granato rankommt. Der natürlich so ein bisschen der lachende Dritte bei dieser Aktion war. Verringert auch ein bisschen Abstand zu Kai. Gucken mal, ob Zeisi hier noch Siegerambitionen hat. Oder ob die das so ins Ziel fahren. Also, ja, 3 Sekunden, das ist jetzt nicht... Das Engste ist eigentlich hier Glitch und Don Granato noch. Memo, der sich von hinten auch nochmal an Gipfelkaskade ranzieht. Das sind jetzt auch unsere beiden. Gipfelkaskade hat aber Schwierigkeiten. Also jedenfalls gerade aktuell. Der hat ein bisschen immer wieder rauskommen, immer wieder einen kleinen Fehler. Vielleicht jetzt auch zum Rennende hin die Konzentration, die da ein bisschen schwindet. Oder kleines Problemchen dann mit, dass die Reifen vielleicht auch nicht mehr so wollen, wie man gerne hätte. Glitscht er sich da nochmal
Andon Granato probiert. Das sind so zwei Brandherde nochmal jetzt, 5 Minuten vor Ende. Ich glaube, dass an der Spitze nichts mehr anbrennt und ich glaube auch, dass Kai relativ sicher ist. Aber was hier noch passiert, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer für legen. Müssen wir jetzt immer von Bremspunkt zu Bremspunkt gucken, dass wir bei beiden nichts verpassen. Oh, da rutscht er leicht weg, da ist Memo schon fast neben ihm. Hat er auf jeden Fall ein Problem mit seinen Reifen, gehe ich mal von aus. Also es häuft sich jetzt aktuell, dass er da irgendwo wegrutscht. Natürlich macht er hier zu. Aber Memo kann aktuell das Auto viel besser dahin platzieren, wo er es gerne möchte. Ich meine, fährt jetzt hier auch gerade raus. Glitch! Geht hier Andon Granato vorbei. Holt sich aktuell Glitch den 4. Platz. Gucken, ob Don Granato da sich wehren kann. Da werden noch so 2 Ründchen sein. Oder ob Glitch sich hier den 4. holen kann. Potenziell jedenfalls. Kommt hier enger durch diese Kurve. Ja, Memo muss jetzt ein Stück abreißen lassen. Und Glitch wird jetzt auch immer ganz nervös in den Rückspiegel gucken. Ich glaube, das Überholmanöver hat er auch in der letzten Kurve gemacht, da wo er das mit Gipfelkaskade gemacht hat und wo er Gipfelkaskade ein bisschen nach außen weggeschoben hat und die Tür quasi frei gemacht hat für Don Granato. Da scheint er, glaube ich, immer ganz gut oder besser vorbeizukommen oder auch glaubt er, dass auf der Bremse dort viel geht. Mal gucken, ob Don Granato versucht oder denselben Move gleich probiert. Und sagt, Divebomben hier in der Kurve. Ja, kann ich auch. Oh, 2 Minuten noch zu gehen. Und gucken, wo die Spitze zurzeit ist. Oh, ist noch nicht die letzte. Wird die vorletzte Runde sein. Ja, Rest ist durch. Gehe ich von aus. Also, wenn sich hier noch was tut, dann zwischen Glitch und Don und zwischen Memo und Gipfelkaskade. Er ist auch nicht hier zu vergessen, Platz 4 und 5, wenn es darum geht. Mod Kaida. Oder sind sie am Proto vorbei? Ne. Scheint aber der Kai vielleicht ein Problem gehabt zu haben, weil auf einmal sind die beiden dran. Kai vielleicht mal eben ins Gras gefahren, noch eben in der vorletzten Runde. Oh, kann der Camaro hier irgendwo seine Power ausspielen? Naja, der BMW zieht weg. So, jetzt ist die letzte Runde angebrochen. Oh, da fast. Wenn er da nach draußen kommt, dann ist er. Eigentlich verliert er den Platz dann. Sah kurz einen Moment aus, als ob das Fahrzeug die Kontrolle verliert. War aber nicht so. Und Memo da aber auch. Ja, beide auf letzter Rille, also da will sie jetzt keiner mehr nachstecken.
gucken mal, da ist Micron aktuell, okay. Dürfen wir natürlich auch die Zieldurchfahrt, bei aller Spannung, die wir hier bei den beiden noch haben, dürfen wir die Zieldurchfahrt natürlich von Micron auch nicht unterschlagen, weil das hat er hier grandios runtergerissen. Oh, da ist es. Da hat er es weggeschmissen, Don Granato. Jetzt muss er... Oh, Gipfel auch. Da hat er es auch. Da muss er aufpassen, dass er da... So. Micron, herzlichen Glückwunsch. Sieg der GT4. Astreiner Startzielsieg. Zeiss Jana auf 2. Kai wird sich jetzt hier gestirnzinker, wird er hat wirklich vergessen, in die Box zu gehen. Also das gibt gleich nochmal ordentlich Zeitstrafe drauf. Vom Spiel. Kai auf 3. Glitch holt sich die 4. Don Granato noch die 5. Sechster Memo. Gipfelkaskade dann mit dem 7. Platz. Also hat er noch die Position gegen Memo verloren. Ronny Pony wird sich jetzt hier den 8. holen. Achter Platz, schön. Roto mit der Schadensbegrenzung. Unfall in der ersten Runde auf der 9 im Ziel. Und German genauso. Schadensbegrenzung auf der 10. Gestirnzinker, ja. Boxenstopp vergessen. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt macht. Ob das Spiel jetzt dich auf DSQ wegsetzt. Mach mal eben noch einen Screenshot schnell. Ne, 130 Sekunden on top. Und damit dann das Ergebnis. Wir haben also Micron, der das erste GT4-Rennen gewinnt. Wir haben Zaisi auf der 2, Kai, der die 3 macht. Glitch die 4 und Don Granato die 5. Memotein, Gipfelkaskade, Ronny Pony, ja. Die Fahrer verlassen jetzt schon den Server. Gut, ich werde jetzt gleich mal rüber in die Party gehen, mal gucken, was da so los ist. Aufregend war's. Weiter im Programm geht es eigentlich hier auch wieder in Ulten Park mit der GT3. Eigentlich nächste Woche, aber da Feiertag ist, schieben wir es ein hier. Im EER-Programm ist am Sonntag ist der Pro Sprint Cup bei der Formel 1 vorgesehen. Da wird gefahren in der USA. Ich glaube, der vorletzte oder der drittletzte WM-Lauf. Also da ist auch schon der Weltmeister gekürt, aber da geht es da um die Position dahinter. Und das ist in den USA wird da gefahren. Also wer möchte, kann Sonntagabend auch hier reingucken. Formel 1 Action. Dann ist die nächste Woche ist relativ wenig wegen dem Feiertag und dem Brückentag. Und danach die Woche geht es dann wieder auch mit Assetto Corsa weiter. Dann weiß ich nämlich am Dienstag die Chaos Lemminge nämlich auch in Ulten unterwegs. Und dann kommen wir, wie gesagt, auch hier wieder mit der GT3 in Ulten. Und da gehe ich auch von einem vollen Fahrerfeld aus. Gut, ja, dementsprechend bleibt euch oder mir nur über, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Einen schönen Abend noch und ja, viel Spaß am Wochenende. Guckt vielleicht ein bisschen Le Mans, ist auch 24 Stunden von Le Mans am Wochenende. Formel 1 in Aserbaidschan, guckt es euch an. Wenn es euch gefallen hat hier, lasst doch mal ein Like da oder ein Abo oder beides. Oder guckt es euch auf YouTube an, leistet ein Like da, gefällt uns auch immer. Support ist kein Mord und ja, ich wünsche euch alles Gute und mit Racer grüßen, euer Charki. Bis dann, ciao.